Moin Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns auf EOS hier in diesem kleinen Labor und wir sollen hier irgendwas machen. Ich weiß leider nicht mehr was im Moment. Wir werden mal gerade in unseren Kodex reinschauen und dann in unser Log Andromeda Spezies. Oh, da freue ich mich schon drauf. Die Cat. Okay, schauen wir mal. Laut Vertreter der Nexus handelt es sich bei Aliens von Habitat 7 um Cat, eine Spezies, die sich bislang bei jedem bekannten Zusammentreffen feindselig verhalten hat. Über sie selbst und ihre Motive ist nur wenig bekannt. Sie verfügen über Technologien und Waffen, die mindestens auf demselben Niveau sind wie die der Initiative und sind verantwortlich für den Tod oder die Gefangennahme zahlreicher Mitglieder der Initiative. Klar ist lediglich, dass die Cat an den seltsamen Gebäuden und Technologien interessiert sind, wie sie auf Habitat 7 und wie wir mittlerweile wissen, mehreren anderen Welten im Helios-Cluster vorkommen. Speer- und Schürfteams, die diese Technologie untersuchen, werden ausnahmslos von den Cat angegriffen und etwaiger Scans und Forschungsmaterialien beraubt. Der Grund für das Interesse der Cat an dieser Technologie ist unbekannt, aber der Nexus hat Warnungen an alle Außenteams ausgegeben, derartige Stätten zur eigenen Sicherheit zu meiden. Das heißt, sie sind alle noch jungfräulich für uns. Ja, hier auf EOS, ne? Da gab es die Warnung wahrscheinlich noch nicht. Die haben sich hier intensiv damit beschäftigt, auf jeden Fall. Erwählte, oh, da haben wir beim letzten Mal einen erschossen. Wir haben die gar nicht geplündert irgendwie. Müssen wir vielleicht mal noch machen. Erwählte sind Fronteinheiten der Cat, die auf etliche Welten zum Einsatz kommen und andere Cat-Kämpfer zu unterstützen. Sie sind mit Sturmgewehren bewaffnet, die plasma-ummantelte Projektile verschießen und aufgrund ihrer leichten Panzerung ausgesprochen mobil. Obwohl ihre Biologie noch nicht abschließend erforscht ist, steht schon jetzt fest, dass sie auch ohne Schutzausrüstung unter gefährlichen Bedingungen überleben können. Aha. Die Erwählten scheinen disziplinierte und loyale Soldaten zu sein, die den Anweisungen höherrangiger Einheiten bereitwillig Folge leisten und sich selbst von biotischen Angriffen oder schweren Waffenbeschuss nicht abschrecken lassen. Sie stellen für unbewaffnete Außenposten eine ständige Bedrohung dar. Die Bezeichnung Erwählte ist eine mögliche Übersetzung des in abgefangenen Nachrichten der Cat verwendeten Begriffs. Sollte sie sich als richtig erweisen, ist ihre Bedeutung dennoch unklar, da diese Kämpfer eindeutig die untersten Ränge der Cat-Infanterie bilden. Aha, okay. Ah, interessant. Technologie. Forschung und Entwicklung. Materialien. Panzerung, Ausrüstung, Schwermetalle, Eisen, Cadmium, Nickel, viele Leichen, das haben wir schon, Medizin, was haben wir denn hier noch gefunden? Die Initiative zahlt gut für Materialien, deren Beschaffung mit Gefahren verbunden ist. Uran kommt bei Waffen und nuklear betriebenen Anlagen zum Einsatz, während Element Zero fast überall gefragt ist, zum Beispiel in der Schwerindustrie, bei Raumschifftriebwerken und Jetpack-Komponenten oder sogar als Zutat für moderne Medikamente. Forschungszentrum, aha. Da stehen wir gerade in einem drin. Forschungszentren sind Forschungs- und Entwicklungsstationen, die normalerweise Außenposten sowie einigen ausgewählten Raumschiffen der Initiative zugeteilt werden. Sie verfügen über fortschrittliche Mini-Fabrikations- und Informationsverarbeitungssysteme, die es einem Benutzer ermöglichen, neue Technologien zu entwickeln und nahezu augenblicklich herzustellen. Forschungszentren bieten außerdem die Möglichkeit, leistungsfähige Verbesserungen anzufertigen, die die Eigenschaften verschiedener Ausrüstungsteile deutlich erweitern. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen wird die Bandbreiten- und Ressourcenzuteilung an Forschungszentren genau überwacht. Die Nexus unterstreicht außerdem die Bedeutung neuer Entdeckungen, indem sie Scans und gewonnene Informationen mit Hilfe eines Punktesystems belohnt. Aha, diese allgemein als Forschungsdatenpunkte, da haben wir es endlich mal. Bezeichneten Belohnungen können für Zugangszeit an Forschungszentren verwendet werden, um neue Baupläne zu entdecken oder herzustellen. Okay, ich weiß nicht, ob das System wirklich sinnvoll ist. Ressourcenabbau. Aha, haben wir sowas schon mal gesehen. Ohne ständigen Nachschub an Mineralien und Metallerzen ist die Initiative in ihren technischen Möglichkeiten enorm eingeschränkt. Da sie derzeit weit hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan zurückliegt, ist es umso wichtiger, sämtliche Möglichkeiten der Ressourcengewinnung zu nutzen. Auf einem Planeten erleichtern sowohl die Scanner eines Pathfinders als auch das Bodenradar von Aufklärungsposten die Suche nach Ressourcen, die nach ihrer Entdeckung entweder sofort abgebaut oder später von Kolonisten durch Bergbauoperationen gewonnen werden können. Im All können Raumschiffe der Initiative Ressourcen aus dem Orbit orten. Jedes Schiff ist mit Sonden ausgestattet, die sowohl Sensoren als auch Roboterdrohnen enthalten und zumindest einen Teil der entdeckten Vorkommen schnell abbauen können. Ja, kann man ja schon aus den ersten drei Teilen, ne? Zur Gewinnung der Rohmaterialien für ihre Bauvorhaben hat sich Nexus auf den Abbau von Asteroiden verlegt, durch den sie an Schwermetalle und Platin gelangt. Aha,
Die Geiße ist zwar reich an Element Zero, allerdings ist dessen Abbau enorm kostspielig, da ein Großteil der eingesetzten Roboter durch die gefährlichen Bedingungen zerstört wird. Die meisten Schürfer suchen deshalb auf nahen Planeten nach Gestein und Trümmern aus der Geiße, die häufig ebenfalls E-Zero enthalten. Trümmer und Gestein aus der Geiße, okay, ich dachte, die wäre so gasförmig irgendwie, keine Ahnung. So, Container scannen, um ein Fahrzeug zu finden, okay, die Atmosphärenstrahlung beseitigen. So, ich werte mal gerade den Scanner. Wir haben ein Datenpad, hier drin haben wir noch gar nichts untersucht, ne? Okay, schauen wir mal. Neue Bolzen, Abreise. Login leitender Vorarbeiter Adriano von Nesca. Habe heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürfen diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Ketten, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Sturm zuzuhören. Kann ich behaupten, dass er Unrecht hat. Nachdem ich 3 Männer durch die Kette verloren hatte, wollte ich auch von hier weg. Aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus Pionieren zu bieten? Ist EOS nicht das, wofür wir uns alle verpflichtet haben? Doch ist es, es muss in Islox. Also die haben echt einen Durchhaltewillen hier, die Typen. Das ist unglaublich. Wir haben einen Behälter mit M-Spec-Magneten. Bergungsgut, wenn wir für Credits verkaufen. So, hier hinten haben wir noch ein Terminal. Da sollen wir auch ran. Das gehört zu irgendeiner Quest. Mal gucken. Element Zero haben wir gefunden. Wow, 55 Stück. Nehmen wir mit. Geil. Also die haben hier irgendwo Element Zero gefunden. So, was passiert, wenn ich das Ding hier aktiviere? Energierelease. Okay. Haben wir das nicht schon gemacht? The Research Station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components. Hat das irgendwie eine Quest gebracht jetzt? Zusätzliche Aufgaben. Entwicklung einer Forschungsstation, Ressourcen des Gebiets sammeln und eine Waffe herstellen. So, okay. Achso, hier ist jetzt das Forschungszentrum. Ja, das kennen wir schon. Entwicklung. Ich wollte ja gerne so eine Schrotflinte haben hier irgendwie, ne? Ich meine, wir haben hier schon eine ganze Menge, von daher weiß ich gar nicht, was wir brauchen. Die Dahn, genau, die würde ich gerne herstellen. Dazu fehlt uns aber Unmengen von Scheiß. Da können wir nicht. Vielleicht können wir uns irgendwas furchtbar Billiges herstellen. Ja, hier so eine Katana. Da haben wir das rum. Wisst ihr? Dachte ich so. Oder wir gucken mal beim Nahkampf rein. Ne, da gibt es leider auch nichts Gescheites. Was ist denn richtig billig herzustellen? 10, 40, 80, 20. 10, 14. Ja, okay, sind alle gleich teuer. Gut, dann stellen wir jetzt so eine Schrotflinte her. Okay, haben wir damit jetzt diese Quest hier erfüllt? Jupp. Was ist denn hier noch drin? Da war so viel Scheiß gerade noch drin. So, okay, Familiengeheimnisse der Riders, verschollene Archen, ist klar. Den ersten Mörder, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Sphärenmodell, Planeten scannen, okay, Tierwelt. Das Amulett ablegen, mit Kiri treffen, die Journalistin, Steine klopfen, okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und die Wissenschaftler müssen wir uns mal kümmern irgendwie. Ich dachte, wir würden die irgendwo finden. Wenn wir da rumgurken, aber haben wir noch nicht. Achso, das sind die abgeschlossenen Aufgaben, alles klar. So, da müssen wir jetzt irgendwo hier Container scannen. Wahrscheinlich den hier, oder?
Special requisition all-terrain scout rover. A Nomad, six-wheel drive, jump jets, just what you need. I might be drooling a little bit. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Okay, na, was haben wir denn hier? Ein geländegängiger Speerrover Modell Nomad, Sonderanforderung gegengezeichnet von Z. Wilcox. Zusätzliche Komponenten, Reservetreibstoffzelle, Schildmodul, Helium 3 Jetpack-Treibstoff, Ersatzreifen, Höhenverstärkung für extremes Wetter. Ein von den Nexus angeforderter Speerrover, der Container ist versiegelt. Okay. Ups. Was mache ich hier gerade? Falsch rumlaufen. So, da hinten sollen wir hin. Na, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo hat denn der Kampf stattgefunden? Das war ja nicht direkt hier, wo der... Achso, hier können wir mal gucken. Haben wir da schon geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte hier ein bisschen Pause zwischen den Sessions, ein bisschen länger, ein paar Tage. Da liegt halt quasi das gesamte Wochenende dazwischen. Ich glaube, hier drin waren wir schon, ne? Überall. Beziehungsweise hier oben kommen wir halt nicht ran. Genau, und hier hatten wir uns schon. Ja, ja, alles klar. Ne, hier hinten hatten wir noch einen Bereich, in dem wir rein konnten. Den wir noch nicht geöffnet hatten. Hier waren wir aber schon, denke ich. Ich mache nochmal das Terminal an. Datenschlüssel. Ja, okay, alles klar. All these challenges. And the colonists still tried to tough it out. Genau. They didn't know what they were in for. They weren't told. Oh, was haben wir denn da? Ach, da können wir den Dings. Achso, das macht er jetzt schon automatisch. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad Crate Access Code. Also hier können wir jetzt unsere Ausrüstung ändern. Ja, aber die ist okay soweit. Wir haben immer noch einen Tab, ne? Den haben wir nicht freigeschaltet. Und der hat hier so einen Radius, wo wir dann den Nomad wieder aufladen können und so weiter und so fort. So, aber ich wollte trotzdem nochmal da hoch. Um mal zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns verschanzt hatten. Ich meine, wir hatten uns irgendwo hier unten verschanzt. Und die Kette dann alle hier oben beschossen. Und dann habe ich halt die Leichen irgendwie nicht geplündert oder die waren schon despawned und haben gar keinen Loot hinterlassen oder sowas. Auf jeden Fall Chance vorbei, wie es aussieht. Okay, alles klar. So, dann holen wir uns mal unseren Nomad. Und dann schauen wir mal, ob der Spaß macht. Nicht hier hängen bleiben. Ach, hier ist die Tastatur direkt, alles klar. War mir gar nicht aufgefallen. Genau, wie das Batmobil. Kommt ja mega schnittig rausgefahren. Normalerweise würde man den bei Entladungsprozedur ganz langsam rausrollen lassen und auch nur bis knapp vor den Container, aber nein. Mass Effect ist mega cool und deswegen kommt er richtig rausgeschossen. Oh, schick. The Nomad should handle pretty smooth. Check both forward and reverse, would you? Okay, dann muss ich mal gucken. Rückwärts, vorwärts, rückwärts. So, okay, dann gucken wir mal. Wo fahren wir denn hin? Achso, erstmal, wir hatten doch hier in der Nähe, warte, wo ist meine Karte? Da ist meine Karte. Hier in der Nähe hatten wir doch direkt was, ne? Forschungsstation, was haben wir da noch zu tun? Weiß ich nicht. Genau, hier den verstorbenen Bruder. Was haben wir hier noch zu tun? Das ist ein Wegpunkt, wo ich keine Ahnung habe, was es dort gibt. Haben wir da schon was erledigt?
So, und dann sollen wir hier uns erstmal diese Alien-Struktur angucken. Oh Gott, was haben wir denn hier noch? Ach, da können wir noch Aufklärungsposten abwerfen. Okay, das wäre vielleicht auch ganz praktisch, wenn wir das machen würden. So, ich setze mal das hier gerade als Wegpunkt. Hier ist noch ein Erinnerungsauslöser. Ja, aber wir fahren erstmal da lang. So, wo ist das? Da hinten. Weh, um den Nomad zu verlassen. Das hilft mir gar nicht weiter. Ich würde gerne wissen, wie ich die Jump Jets aktivieren kann. In dem Ding. So, 0,044 Millisievert pro Stunde. Das geht noch. Aha. Na doll ist nicht. Geh nicht hoch. Saft jetzt. Aber irgendwie muss ich halt da hochkommen. Oder was macht denn das Fahrzeug hier? Computer ein aus. Ah, okay. Das ist mein Bergbaudrohne. Achso, das kann ich wahrscheinlich nur, wenn ich hier was abbauen möchte. Ne, irgendwie hier, dieser Hang ist nicht befahrbar, wie es aussieht. Oder der Nomad händelt sich in Wirklichkeit extrem scheiße. Okay, so ein Sprung ist auch noch nicht so geil. So, können wir den irgendwo wieder aufladen? Achso, klar, an der Station. Ja, wir stehen. Ach hier, der Typ steht jetzt beim Shuttle. Ist er denn da gerade ausgeschieden? Und wer ist das? Hi Clancy. Achso, bei dem kann ich jetzt Dinge kaufen. Na, lass doch mal gucken. Dann kann er erstmal alle Bergungsgüter verkaufen, auf jeden Fall. Wow. Okay. Kann ich das hier irgendwie auch zerlegen lassen? Ne, das kann ich scheinbar nur auf der... Auf der Andromeda. Ja. Achso, ich wollte mal gucken, ob er was anderes dabei hat. Sorry, jetzt habe ich ihn vorher unterbrochen. Cobra-Raketenwerfer. Backup Lebenserhaltung. Okay. Schildkreuzer. Alles cool. It's worn all of us down. Not just our... So, okay, wie kommen wir aber da hoch? Da müssen wir mit dem Nomad vielleicht ganz da außen rumfahren, ne? Um da auf dieses Plateau zu kommen. Okay. Probieren wir es mal. So, geht da hier irgendwas wieder auf? Ne. Also mit A kann ich springen, mit X kann ich irgendwie sprinten, aber ich komme nicht an diesen Bäumen vorbei, ne? Ach komm schon, das ist doch lächerlich. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. Was sollte ich? Ah. Okay, muss man natürlich wissen. Remember the Nomad's jump jets. They'll get you over most obstacles. If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. So, guck mal, hier drüben gibt's ja, Dings. Got 'em all. Wie kann ich das denn mitnehmen? Gar nicht? Muss ich dazu aussteigen? Nicht jetzt? Mein Nomad rutscht. So, Gefahrenstufe. Schade, ich dachte, ich könnte es halt mit so einer Bergbaudrohne ganz gemütlich machen nebenbei. So, und irgendwie müssen wir wo hoch? Da hinten hoch, ne? Ja, Kamera, danke. So, gehen wir uns hier mal hoch. Also mit dem Allradantrieb geht das echt gut. Da kommt man hier hoch, also was heißt echt gut, das dauert halt trotzdem ein bisschen. Aber man kommt zumindest hoch. Oh, hier ist die Strahlung sehr hoch.
Ist denn das, wo wir hin sollen? Ich dachte, das wäre ich. Oh, okay, das ist hinter uns. Board failure is imminent, Pathfinder. Ach, da drüben ist unsere Lebenserhaltung. Alles klar. Na geil. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. So, dann müssen wir hier nochmal irgendwie in diese Schutzdings hier reinfahren gerade. Radiation levels normal. Okay, also da ich mich gerade ein bisschen verfahren. Ich weiß jetzt immerhin, wie man das Ding steuert. So, da hinten ist die Kapsel. Da laden wir uns gerade mal ein bisschen auf. So, alles klar. So, Energiezellen wieder voll. Ich hoffe, die Lebenserhaltung auch. So, und dann unternehmen wir noch mal einen Versuch, hier hochzukommen irgendwie. Wo ist denn der kürzeste Weg da hoch jetzt tatsächlich? Hier rechts, würde ich behaupten, ne? Oder hinter unserem Schiff, das ginge auch. Ja, ich versuche mal hier vorne diesen Hang gleich zu nehmen. Wir wissen ja jetzt, wir haben Allradantrieb, den müssen wir halt zuschalten. So, den schön geboostet. Da kommen wir natürlich trotzdem nicht hoch. So, geht doch. So, dann müsste das doch direkt hier irgendwo sein, dachte ich. Ah, hier vorne ist es, alles klar. So, dann steigen wir mal kurz aus. Gefahrenstufe 1, also die Strahlung hier oben nicht so richtig hoch, zum Glück. So, und dann aktivieren wir mal den... Achso, hier sollen wir die Anhänger platzieren. Pathfinder, this is the spot where Nigel McCoy wanted you to leave his pendant. In honor of his brother, Dash McCoy. Okay. Haben wir erledigt. Wollen wir wieder einsteigen? Nehmen wir uns die nächste Aufgabe vor. So, hier haben wir einen Erinnerungsauslöser. Ich weiß nicht, was hier ist an diesem Wegpunkt. Das finden wir noch raus vorm Abflug. So, wo ist denn das? Da ganz hinten irgendwie. Gut, dann schneiden wir hier einfach wieder runter. Autsch. Ja, also die Landung ein bisschen verpackt, ne? Da bin ich hängen geblieben. Okay, wir sind voll aufgeladen, wie es aussieht. So, warum habe ich jetzt hier zwei Symbole auf der Karte? Ich weiß nicht. Ein bisschen nach rechts müssen wir auf jeden Fall. Hä, warum hatte ich denn zwei Symbole auf der Karte? Ja, da gibt auch... Achso, ah, okay. Und wir müssen zu dem linken von den beiden. Alles klärchen. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Das finden wir mal raus bei Gelegenheit. Ach, da hoch müssen wir... Na, geil. Natürlich hoch. So, doch, der Rad war schon wichtig. Was? Ist so ein Sprungschanze oder sowas? Auch nett. Was ist denn hier los? Ich habe hier Schrotflinte bezahlt. Ach hier, diese Krabben.
die spucken auch irgendwas, oder wie? Ist ja unangenehm. Ich muss noch kurz in Deckung gehen. So, alles klar. Wo ist denn hier noch einer? Alter, was machen die denn alle hier? Ja, zurück. Alter, wie viele sind denn davon hier? Das nervt ja richtig. So, komme ich hier jetzt vielleicht mal zum Scannen? Was denn das hier zum Beispiel? Keine Ahnung. Das ist unser Nomad. So, dann machen wir das hier noch. Sam, another memory prompt? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Okay, alles klar. So, dann steigen wir hier wieder ein. Oh, hier gibt's die seht ihr, bin ich doch richtig gelandet hier. Grünfasern? Achso, nee, das sind hier Überreste von den Viechern, die wir erledigt haben gerade. Okay, wir müssen uns ja beim nächsten Mal noch so ein bisschen umgucken. Ich find's schade, dass der Nomad halt keinen eingebauten Scanner hat irgendwie. Das wäre halt richtig schick und auch nützlich. Hat er aber nicht. So, stattdessen steigen wir ein und dann stelle ich fest, dass ich die Folge für heute leider schon wieder beenden muss, Jungs und Mädels. Zeit ist um. Das war's also. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.